der Anfang wie eine Holzschüssel entstehen kann. Ein abgeschnittener Baumstamm wird in der Mitte entzündet und etwas ausgebrannt. Es bleibt jetzt Glut zurück, die man mit Blasen sich tiefer einbrennen lässt. Ein kleines Rohr, wie dieses hier, hilft, dass die Glut in die Tiefe geht. Ab und zu muss man einfach kleine Stückchen Äste, ich habe hier gerade Birke, dazulegen und somit die Glut immer wieder mal von oben nähern. Ich benutze ein Stück Hartholz, um den Prozess zu beschleunigen, indem ich einfach die Kohle etwas abkratze. Nach etwa einer Stunde Brennzeit auskühlen habe ich jetzt mal hier mit einem 50er, 60er Sandpapier angefangen, die eine Seite auszuschleifen. Dabei erkennt man hier überall die Spalte. Also ein bisschen versuche ich das zu reduzieren. Und die Schüssel wird auf jeden Fall so dick, bis die Risse aufhören, wenn man später dann von außen mit der Axt oder Säge die Schüssel behandelt. Das wird sowieso Risse geben, wenn man auch hier außen sieht, dass da einzelne Risse sind. Das ist ganz normal. Die kann man dann hinterher mit flüssigem Bienenwachs, das man hier eingießt, dann wieder abdichten. Also, jetzt ist auf jeden Fall ungefähr eine Stunde Schleifarbeit, wohl dem, der noch einen Stechbeitel hat und kann sich die Arbeit etwas erleichtern.